Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren wundervollen Stream mit WoW Classic in der HC Challenge. Es ist mal wieder Montag. Keiner mag diesen Tag. Aber wir kommen nicht drum rum. Und ich dachte mich jetzt mal von meinem Montag. Also nur für die Leute, die das jetzt hier dann auf YouTube sehen werden. Wir reden hier vom Rosenmontag. Und es sah so aus, als ich heute alleine auf Arbeit war. Nicht, weil ich verpennt habe, dass wir heute alle frei haben, sondern nein, weil tatsächlich vorgesehen war, dass ich heute allein auf Arbeit bin. Das hatte so mehr oder weniger schon seine Richtigkeit. Ich hatte dann auch halt so meine Aufgaben zu erledigen heute. Und eine der Aufgaben war es zum Beispiel, die benachrichtigten Pakete, Filiale von unserem Stützpunkt aus in die Filiale zu bringen. Ich habe also das Auto beladen. Ja, und bin dann halt rüber zur Filiale gefahren, nur um festzustellen, dass die Filiale heute zu hat. Fand ich super. Ja. Also die Zeit hätte ich mir auch sparen können. War jetzt nicht so der große Zeitaufwand. Nichtsdestotrotz ist es, ne, das ist vergebene Liebesmüh, weil du musst die Dinge zweimal anpacken und hier und da dementsprechend doof. Ja. Boah, Alter, wir kriegen jetzt hier die volle Buff-Dröhnung. Warte. Hey, AX. So. Es ist halt doof, wenn, also, wer arbeitet mit, es geht halt so ein grundsätzlicher, geht halt so ein Grundsatz, dass, man so wenig, Aufwand betreiben sollte, wie möglich. Sprich, in diesem Fall musste ich die, Pakete unnötigerweise ein- und ausladen. Das waren unnötige Handgriffe, die ich mir hätte sparen können. Hätte ich einfach diese Information vorher gehabt, dass die Filiale zu hat. Gut. War aber jetzt auch ein Fehler, größtenteils war es der Fehler von seitens der Filiale, weil sie hätten uns auch mal darüber informieren können, dass sie zu haben. Klar, wir hätten nochmal direkt nachfragen können, das tue ich mir durchaus eingestehen, aber nichtsdestotrotz, eigentlich wäre es ja ihre Aufgabe gewesen, uns darüber zumindest in Kenntnis zu setzen. Ich glaube, die sind davon ausgegangen, heute ist auch keiner bei uns da. Dementsprechend werden sie wahrscheinlich nichts gesagt haben. Naja. Ist dann jetzt etwas blöd gelaufen? Das lädt immer noch auf. Ja, wie sah der sonstige Tag aus? Am Anfang habe ich erstmal ein bisschen gechillt. Weil, ja. Ich musste erstmal darauf warten, dass die Post ankommt, überhaupt. So, die habe ich dann dementsprechend halt dann noch sortiert gehabt. Großartig mehr habe ich damit halt nicht gemacht, weil es war nicht meine Aufgabe heute, das alles zuzustellen. Es war nur meine Aufgabe, die Sachen soweit zu sortieren. Das galt auch für die Container mit den Paketen, die da waren. Und nachdem das dann ansonsten soweit erledigt war, hatte ich ansonsten noch die Aufgabe, mich um die Packstationen zu kümmern. Weil benachrichtigte Pakete gehen ja nicht immer nur an eine Filiale, sondern die können ja auch durchaus an eine Packstation dann benachrichtigt werden. So, das heißt, dementsprechend musste ich mich darum kümmern. War dann halt auch so ein bisschen lustig, weil ich mit der Einpackstation noch gar nicht gearbeitet habe und ich aber gar nicht richtig wusste, wie ich mich jetzt an der Packstation anmelde. Das hat er sich aber dann irgendwann geklärt gehabt, Gott sei Dank. Ja. Ansonsten hatte ich noch die ein oder andere Abholung, die ich tätigen musste. Doof war halt nur, dass ich immer noch die Pakete von der Fiale im Auto hatte, die jetzt nicht gerade klein waren. Ja, und nach den ganzen Abholungen war mein Auto schwer voll.
Das war wieder ein. Das war echt ein Spaß, das dann wieder auszuladen. Ja, ansonsten habe ich. Sonst gab es noch eine gewisse Liste an Briefkästen. Beziehungsweise es gab eine Liste mit gewissen Briefkästen, die geleert werden mussten. Weil das waren dann halt so wichtige Knotenpunkte, wo unter anderem Firmen und Aste nicht so in der Nähe sind und so bla bla bla. Ja, dementsprechend habe ich mich dann noch um die Briefkästen gekümmert und ja, das war es dann eigentlich im Großen und Ganzen auch schon. Irgendwann habe ich dann Feierabend gemacht, nachdem ich dann alles erledigt hatte. Würde sagen, die soweit. Ganz schnorke. Hatte ich das letzte Mal eigentlich gar nicht angenommen gehabt mit dem, mit dem verdammten. Ah nee, stimmt. Konnte ich ja nicht, weil ich ja die Vorquest mit Gordo erst noch gemacht haben musste. Ja, okay. Ja, nevermind. Hat auch so seinen Vorteil, dass wir nochmal hier hin müssen, weil wir müssen halt auch dann wieder unzählige Gnolle töten. Und da könnt ihr das ein oder andere an Leinenstoff rumkommen. Apropos Leinenstoff. Leinenstoff, das ist ja so ein altbewährter Running Gag bei den Goldfarmern in WoW. Das ist zu weit entfernt. Aber wenn er dazu sagen muss, bis zu einer gewissen Zeit hatte der Leinenstoff ja noch so, seine Daseinsberechtigung, weil du sie ja unter anderem damals für den Anfang von Schneiderei gebraucht hast und halt auch erste Hilfe. Das hatte sich ja dann irgendwann im Laufe der Zeit geändert, ich meine, zu BFA? Ja, zu BFA. Müsste das gewesen sein, da, weil die Berufe da ja nochmal überarbeitet wurden, dementsprechend musste man ja dann nicht mehr von null anfangen, alles hochzuskillen. Also sprich, man muss jetzt nicht erst Schneiderei Classic geskillt haben, dann Burning Crusade, Cataclysm, nee, WOTLK, Cataclysm, Pandaria und so weiter halt. Ursprünglich musstest du ja, so alles so nach und nach halt dann durchgeskillt haben, bis du dann überhaupt den Beruf auf den aktuellen Stand hattest, bis auf den Stand vom aktuellen Addon. Und da hat man halt irgendwann gesagt, ja, es ist dann doch etwas zu umständlich. Wir müssen das Ganze mal überarbeiten. Man hat dann abgesehen, dass wir uns dann auch von dem Second-Beruf, also von dem Nebenberuf, erst Hilfe verabschiedet haben, der ja dann größtenteils in Schneiderei mit reinging. Ich frage mich, hat seitdem überhaupt jemand mal diese Bandagen benutzt? Und ich wette, jetzt wird's. Und ich wette, da draußen wird es jetzt irgendwo einen Spieler geben, einen einsamen Spieler, der sich angesprochen fühlt. Der sich denkt, hö, was ist mit mir? Achso, wir sollten, ja, wenn ich, jetzt wollte ich schon wieder woanders hinrennen, aber der Questgeber,
Der Questgeber läuft ja irgendwo hier hinten rum. Oder zumindest ist er meistens hier irgendwo in der Gegend. Irgendwo hier auf dem Friedhof rennt er immer rum. War ja schon seither immer so. Hoffentlich taugt das was. Level up! Wir könnten damit jetzt Schwerter und Stabwaffen lernen. Was ich auch tun werde. Auch wenn es streng genommen eigentlich Quatsch ist, weil die Hauptwaffe, mit der ich hier arbeiten müsste, wäre der Zauberstab. Wir haben nur noch keinen. Es wird ein bisschen dauern, bis ich hier den bekomme. Der gut seltsame Staub, das klärt sich dann mit der Zeit von alleine. Oh, ich wünschte, ich könnte die Rolle des Schutzes entzaubern. Oder geht das? Nee. Aber er hat es kurz versucht. This was only available during Season of Discovery. Rolle des Schutzes. Hä? Rolle des Schutzes gab es doch schon vor der Season of Discovery. ATT lügt mich an. Ich glaube, es geht ja eher um einen Erfolg oder so. Weil das Item an sich gibt es ja schon länger. Was jetzt? Sieg für Sylvanas! Vertraut niemandem. Der Abtrünnige liegt da. Mich hier noch kein Symbol hinführt. Kein Fragezeichen. Müsste ich für die Quest noch nach Unterstadt reinrennen. So, jetzt haben wir mal den Quark hier wieder angefangen. Dementsprechend würde ich sagen, rennen wir hier rüber zu den Feldern. Und ich habe nach wie vor kleine Hoffnung, dass wir noch einen Zauberstab gedroppt bekommen, dass ich mir nicht einen herstellen muss. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, wir können gerne mal gucken, was so, wenn wir sowieso für den abtrünnigen Licht nach Unterstadt gehen, können wir gerne mal gucken, was so Zauberstäbe im AH kosten würden. Aber interessant zu wissen wäre das schon. Die gehen mir aber ganz schön auf die Fresse, du. Ah, das ist kein... Das ist ganz böse, Juju. Sinniges Wolfsfleisch, sinniges Wolfsfleisch und fleischige Fledermausflügel. Ich muss näher ran. Sounds interested for me. Also alles Sachen sind, die ich für Kochkunst benötige. Es ist nur doof, dass ich am Anfang überhaupt nichts Produktives herstellen kann. Dass die ersten Zutaten muss ich eigentlich für Mist verpulvern. Und das ärgert mich so ein bisschen. Ach halt! Ja, siehst du, wir können den ersten Skillpunkt setzen. Mensch! Wir haben ja mal wieder Level 10 erreicht! Darauf erstmal ein Holy.
Muss ja die Flaschen nicht immer so fest zudrehen. Apropos Schwerter und Stäbe lernen. Wir müssen dann in seinen Klassenlehrer auch noch einen Besuch abstatten. Das wird wieder teuer. Noch zum Strand zu den Murlocs. Als hätte ich nicht aus der Vergangenheit gelernt. Apropos Klassenlehrer. Mit Stufe 10 können wir ja auch die Quest für den blauen Müllsack machen. Das klingt doch noch ein Anreiz, nach Unterstadt zu reisen, oder? Ich würde sagen, wir machen hier eben gerade die Quest mit den Geistern und den Untoten fertig. Und dann machen wir mal einen Ausflug nach Unterstadt, Freunde. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan. Mich klingt das nach einem verdammt guten Plan. Wie resist? Willst du mich verarschen? Brenn! Du sollst brennen! Oh oh. Wenigstens noch den einen hier töten. Kurzes Bastardschwert des Adlers. Zweihändig. Mit Intelligenz und Ausdauer. Pet? Also der Typ verfolgt uns ja immer noch. Der hartnäckig. Mich verarschen? Der muss doch auch irgendwann mal resetten. Alter, was hat der für eine Akku-Range, der Kerl? Brudi, das war knapp. Ich brauche ein Ziel. Ich wollte gerade sagen, welches Kürze hatte ich denn jetzt hinsetzen gelegt gehabt? Kurzes Bastardschwert des Adlers mit Intelligenz und Ausdauer. Also jetzt mal ohne Flachs. Welche Klasse kann denn ein Zweihandschwert anlegen und profitiert von Intelligenz in Classic. Egal. Entzaubern. Eine große Magie. Ich muss zuerst okay. Etwas anvisieren. Und bevor mir wieder irgendjemand was sagt. Ja, ich weiß, das war übelst close gerade. Roten Eck. So, kurz wieder hinsetzen.
Wir brauchen noch 3 wandernde Geister und 8 blutende Schrecken. Ne, 4 blutende Schrecken. Und insgesamt 8. Meine Güte. Also 4 von den Kollegen hier. Und halt 3 von unseren Halbdurchlässigen. Ein Pilz. Mal wieder. Ich glaube, so langsam lässt unsere Buff-Dröhnung nach. But why? Gut, zugeben, das Ganze hier wäre halt wesentlich einfacher, hätten wir mal den Klassenlehrer besucht. War jetzt nicht unbedingt clever von mir. Ein York-Gewehr. Ja, ist eine schöne Booster, du. Noch jeweils 2. Läuft tatsächlich ja noch ein ganz anderer interessanter Gegner rum zwischendurch. Nur ich fürchte, für den sind wir im Moment noch nicht stark genug. Kann ich noch nicht wirken? Wäre es jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wenn der auftaucht. Oh. Komm schon, Schattenblitz. Schattenblitz. Okay, ich kann froh sein, dass hier seine Vogelscheuche umgedreht ist. Das hätte auch ganz anders ausgehen können, die Geschichte wieder. Hätte einen tollen Vorschlag mit dem Vorschlag gemacht. Widerstehen. Mhm. Geht nicht auf. Uhu, ein kurzer Säbel. So, haben wir abgeschlossen. Geben wir ab und dann. Ja, würde ich sagen, suchen wir doch mal unseren Klassenlehrer auf. Dann wird es jetzt mal wieder Zeit für einen Ausflug nach Unterstadt. Na, die Fledermaus. Die hat uns gerochen. Die denkt, wir sind lecker. Dabei weiß sie nicht, dass wir Gammelfleisch sind. Die sind eine richtig räudige Untote. Hm. Ich würde sagen, die hat jetzt auch schon wieder. Die hat jetzt natürlich auch wieder.
Die Accro-Range des Todes. Mann, ich muss diesen. Ich muss diesen nervösen Daumen abgewöhnen, ne? Dass ich an die Leertaste drücke. Aber bisher alles, was wir entzaubern konnten, ne? Das Zweihandschwert, ne? Ich würde gern mehr entzaubern. Der Witz ist, wir können auch wieder einiges lernen. Raus mit der Sprache. Hallgas Beschwörung. Naja, der gibt mir dann die Quiz, wo er sagt, ja, gehst du mal nach Unterstadt, meldest du dich bei den und dem Typen, stellst dich mal vor, sagst so, hallo, ich bin der Belex und so. Und dann gibt er dir so eine super doofe Quest. Und am Ende kriegst du so einen blauen Müllbeutel, der dir hinterher rennt. Frag mich jetzt nicht, was der Akzent sollte. Ich tue manchmal Dinge, von denen ich selber nicht weiß, was sie sollen. Dämonenausbilder. Und doch. Wer seid ihr? Ah, Veritas. Karin Halger ließ mich eben wissen, dass er euch für eine weitere Ausbildung, für eure weitere Ausbildung sehen möchte. Ihr solltet stolz auf euch sein. Es kommt nicht jeden Tag vor, das heißt, Meister Halger. Meister Halger, persönlich einen jungen Hexenmeister unterrichtet. Ihr findet die Magierviertel von Undercity nahe des Tempels der Verdammten. Leb wohl. Ich hab genau das, was ihr braucht. Die dunkle Fürstin schütze euch. So, würde ich mal sagen, verbessern wir mal deine Skills, ha? Ich bin ganz Ohr. Besserte Dämonenhaut. Den sehen die jetzt. Gesundheitsstein herstellen, ja, und der verbesserte Seelenband. Jawoll! Gib mir more! Geduld und Disziplin. Achso, halt, warte mal, du bist ja eine ganz normale, du bist ja keine Lehrer, du bist ein ganz normaler Verkäufer, ne? Eigentlich. Versetzt das feindliche Ziel bis zu 20 Sekunden lang in Schlaf. Jeglicher zugefügte Schaden wird das Ziel wieder aufwecken. Ich kann immer nur jeweils ein Ziel schlafen. Weiß nicht wieso, wir heben uns das gerade nochmal auf. Ich hätte das Gefühl, es könnte uns noch den Arsch retten. Fürchtet die Lebenden. So. Rein in den Skillbaum. So. Skillbaum sei schon. So, benötigt Seelensplitter, ja. Ist mich bekannt. Könnten wir mal auf W setzen zur Abwechslung. So, den hatten wir schon auf Rang 2 drin, aber den Feuerbrand, den hatten wir noch nicht. Da. Da fällt mir ein. Wir müssen hier nur die Zahl austauschen. Speichern. So, dann müssten wir das ja jetzt drin haben. Feuerbrand. Achso, die verbesserte Dämonenhaut, siehst du?
Erste-Hilfe-Lehrerin. Ja, nein, sehe ich nicht so. Das müssen wir ja eigentlich schon machen, aber ich will im Moment noch nicht. Was ist? Im Moment hat tatsächlich Schneiderei die höhere Priorität für mich. So, nachdem wir das jetzt alles gemacht haben, können wir dann jetzt nach Undercity reisen. Könnte dann dich in einem auch mal kochen lernen. Da habe ich es schon gelernt, aber vergessen wieder in die Skillleiste zu ziehen. Nee. Ich habe weder Erste Hilfe noch Kochen gelernt. Obwohl ich beides brauche. Ja. Gut. Ist jetzt nicht so optimal, würde ich sagen. Der wäre doch eine Option, ne? Ach ja. Ich werde mir zwischendurch den nächsten Meister aus Legion. Weil zu Legion fand ich den nächsten Meister echt stark. Ich spiele meinen Affi-Hexer immer noch gerne, so ist das nicht. Er macht mir immer noch sehr viel Spaß. Nur wie er zu Legion funktioniert hat, das fand ich geil. Aber nein, wir müssen ja immer alles überarbeiten. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich mag nicht unbedingt die Veränderung am Subtility Rogue. Weil ja gut, du hast halt das Talent grüner Tee. Mit dem du halt ordentlich Energieregeneration bekommst. Aber das ist die grundsätzliche Spielweise dann wirklich nur darauf aussieht, dass du mit null Tempo spielst und nur auf einen grünen Tee gehst. Das ist so ein bisschen. Also nee, das Talent heißt ja nicht grüner Tee, sondern dieser Tee. Ah ja, der dieser Tee. Kam jetzt auf grüner Tee. Ich bin ganz Ohr. Ich hab genau das, was ihr braucht. Seid auf. Bezweifle ich, dass du wirklich das hast, was ich brauche. Die Wärme ist so ein bisschen das Rezept für das einfache Brot. So, wir wollten ja mal gucken. Und zwar denke nicht, dass ich mir jetzt hier einen kaufen werde, aber Zauberstäbe. Und sortieren wir die mal nach Stufe. Der geringe Magie-Zauberstab, den wir dann selber herstellen könnten. Klar. 10 Silber. Der Feuerzauberstab. Hier gibt es auch einen Schattenzauberstab. Der macht 10 bis 19 Schattenschaden. Und der macht 11 bis 22 Arkanschaden. Loderflammen-Zauberstab. Weltbeute, Weapons, Zauberstäbe. Hm.
Himmelrufer. Okay. Interessant. Zauberstab des Terrors. Oh, ich hätte gerne den Schattenzauberstab. Auch wenn der Zauberstab, den wir selber herstellen können, theoretisch ein bisschen besser wäre. Ah, ne, so Hexenmeister, so ein Schattenzauberstab wäre halt schon cool. Aber ich will mir keinen kaufen. Das wäre ja wieder so. Meh. Ja, meh. Lass dich nicht anders sagen. Der abtrünnige Lich und Halgars Beschwörung. Und der Schneiderlehrer müsste ja auch hier gewesen sein. Schneider. Schneider. Des tapferen Schneiderlein. Geselle, du was warst derjenige, der mich noch mit ausbilden kann. Vom Tod. Haha. Eine braune Leinenhose. Ich würde sagen, wir können jetzt hier gerade mal so ein bisschen was in. Kommt schnell zur Sache. Smokinghose, rote Wolltasche, Smoking Hemd. Ja, das bringt mir aber auch nichts. Smokingjacke. Anlegen beeindruckt andere mit eurem Modebewusstsein. Um Gottes Willen, ey. So, ich denke, die zwei Silber können wir investieren. Seid auf der Hut. So. Achso. Ich bin von dem die Bleiche, siehst du? Tschüss. Weil Intelligenz und so. Die braune Leinrobe hatte mir Willenskraft gegeben. Das gucke ich aber selber nochmal gerade. Willenskraft erhöht die Gesundheits- und Mana-Regeneration, erhöht den Mana-Vorrat und verbessert die Chance, mit Zaubern einen kritischen Treffer zu. Den gewinnen wir erstmal mit. Ja, da muss man sich halt trotzdem immer mal wieder zwischendurch bei Classic reingucken. Braune Leinenhose. Einfach bei Upgrade und so. Einfache Leinenstiefel. Dafür bräuchte ich leichtes Leder. Moment mal, hatte ich nicht leichtes Leder gefunden und in die Bank gelegt? Haben wir überhaupt schon mal eine. Haben wir überhaupt bei den Trials schon eine Unterstadt? So, jetzt könnten wir hier noch so ein, zwei Sachen herstellen. Werden aber tatsächlich den Rest jetzt in die Leinenroben soweit verpulvern, weil die können wir ja wiederum entzaubern. Damit können wir auch Verzauberungskunst voranbringen. Das heißt, wir könnten uns jetzt theoretisch einen Zauberstab herstellen. Also es müsste sich, denke ich, ausgehen. So knapp. Denke ich. Glaube ich. Hoffe ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Mir ist gerade jetzt in meinem Kopf so schön ausgemalt, aber wirklich selber bin ich nicht davon überzeugt. Uff. Ich bin verlassen. Schwere Leinenhandschuhe. Haben zwar keine Werte, sind aber immer noch besser als das, was wir jetzt haben. Herstellen, anlegen, gut ist. So. Fürchtet die Lebenden. Dann brauche ich so. Ich würde schon eher einen Schuh draus.
Aber interessant, Willenskraft ist für Dämonologie sehr nützlich. Wenn man sich darauf spezialisieren möchte. So. Schauen wir einmal hier rein. Ganz wichtig als erstes die Kupferrute. Und dann verpacken wir uns mal schwache Gesundheit drauf. Ich sehe es kommen, ich muss jetzt gleich noch einen Punkt investieren. Kartografie. Stabhändler, Zauberstabverkäufer. Stabhändler. Stoffrüstmeister.